Hello guys, ich bin gerade wieder maximal angepisst und möchte es mal ganz kurz mit euch teilen, weil ich das immer sehr famos finde. Ja, meine Lieben, es ist der 4. November 2023 und ja, ich bin schon seit 6 Uhr morgens auf und wach und habe um 10 Uhr auch ein Mitarbeitertraining, ja, auch samstags, ja. Und bis dahin wollte ich hier an meinen Akademien und so weiter arbeiten, ja. Und stell gerade in Frage, ob ich hier bei Memberspot bin ich aktuell. Ja, bin ja damals von Coach Channel rüber gewechselt. Habe ich auch schon ein Video gedreht, schon älter, kann ich euch nochmal verlinken. Aber stehe gerade vor der Entscheidung, ob ich jetzt hier nochmal auf eine mehr Community-Based Plattform wechseln werde und das richtig groß mache, also auf Circle.so oder wie sie alle heißen, oder eben bei Memberspot bleibe. Und dann habe ich halt hier so ein super Video gefunden von Memberspot, ja, wo er hier quasi einen neuen Kurs. Da wo auch viele Tipps und so weiter, die mir jetzt wirklich in der Entscheidungsfindung helfen könnten, ob ich jetzt bei Memberspot bleibe oder nicht. Ja. So, und jetzt heißt es, okay, wenn du diesen Kurs willst, musst du einfach nur eine Testversion. Alles klar. Jetzt habe ich gedacht, ich bin doch schon längst Kunde, muss ich doch irgendwo diesen Kurs hier finden können. Da habe ich ja hier diesen Zugang zu dieser akademie.memberspot.de. Das ist ein Kurs, aber es ist nicht der, es ist ein alter Kurs. Dieser Kurs, der hier am 25. Dezember, also quasi vor einem Jahr ungefähr, der ist woanders. Und der ist zwar auf der URL, also hier unten ist auch keine URL, man muss sich dann anmelden oder was. Also für Bestandskunden, wie komme ich denn auf diesen Kurs? Weiß ich nicht. Ja? Habe ich mich einfach mal eingeloggt, ja? Einen neuen Testzugang, wie er hier im Video beschrieben hat. Und dann über onboarding.de mich einfach mal eingeloggt und dann habe ich hier festgestellt, ich habe keinen Zugang. Ja? Also, zum einen verstehe ich nicht, warum habe ich jetzt hier zwei unterschiedliche URLs mit Wissen? Ja, also quasi also quasi Kurse für Kunden, ja, Onboarding im Memberspot und dann habe ich hier Akademie.memberspot. Verwirrt mich mal schon mal komplett. Warum habe ich hier keinen Zugriff? Ja, obwohl ich ja schon Kunde bin. Sei es jetzt mit dem Test-Account oder über meinen Kunden zu Login habe ich auch keinen Zugriff auf diese Kurse. Also irgendwie komplett verwirrt schon mal, weil es unterschiedliche URLs sind, wo unterschiedliche Schulungsvideos drin sind. Also ich meine, hallo, ich meine, wir reden hier von einem Kursanbieter, Plattform und so weiter, der ja quasi Experte sein sollte in absoluter Klarheit und Prozess und Schulungsvideos aufbauen und so weiter. Und das verwirrt mich gerade ungemein und ich habe jetzt auch schon irgendwie in die Kommentare oder irgendwie angeschrieben und so weiter. Wie komme ich denn jetzt auf diese verdammten Kurse hier? Aber es ist nun mal Samstagmorgen 8 Uhr. Ich glaube, dass die da, ich bin ja gespannt, wann ich da Zurückmeldung bekomme. Wahrscheinlich nicht vor Montag. Ja, aber bis dahin hat sich die Welt schon wieder fünfmal gedreht. Ja, dreimal insgesamt, 3 Tage. Aber ich finde es halt einfach. Ja, immer mal wieder denke ich mir, okay, wenn ich dann auf dem YouTube-Kanal schaue, ja, also man hat hier zum Beispiel, man befindet sich dann, macht Interviews auf der Marketing Mind und so weiter, irgendwie Messen und so weiter, also man hat dann, also man tanzt da auf Messen rum und so weiter, aber letztendlich so basic, wie finde ich jetzt diesen verdammten Kurs vom Dezember vor einem Jahr, das ist irgendwie umständlich, ja. Also das muss quasi bum, 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 ja. Dreimal Fingerschnippen, dann muss ich diesen verdammten Kurs hier Zugang haben, damit ich hier den mir reinziehen kann in 0, nix und mich entscheiden kann, hier das Memberspot nochmal zu kaufen, größer zu machen, was auch immer und nicht irgendwo hinzuwechseln, ja. In dem Fall befinde ich mich genau gerade in dieser Entscheidung. Das muss alles zack, 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 zack gehen, ja. Da muss ich nicht irgendwie rumfummeln müssen oder warten müssen oder schauen müssen, oder welche URL und wo ist jetzt dieser Kurs denn verdammt nochmal und so weiter. Ja, oh, hier ist er, okay, eingeloggt, habe aber keinen Zugang und so weiter. Das ist vollkommene Banane, ja. Dann gibt es ja nochmal was, das ist dann community.mymemberspot, glaube ich. Nochmal eine unterschiedliche URL. Warum habe ich drei verschiedene URLs für irgendwelche Kundensupport oder Communities oder sonst irgendwas? Ja, warum ist es nicht alles in einen einzelnen Zugang? Ja, also Single Sign-On oder sowas, also echt, finde ich echt schade, weil die Plattform als solches ist echt super klar. Ja, also all meine Kunden und so weiter finden das echt von super basic, super simple also super klar und so weiter. Also für Kurse ist eine geile Sache. Aber hey, ja, also da bin ich jetzt schon etwas maximal verwirrt und auch etwas enttäuscht, weil bei mir muss alles mal zack, zack sein. Ja, ich kann jetzt nicht irgendwie eine Woche warten, bis ich herausgefunden habe, wie ich mir mal diese Kurse hier anschaue. Ja, und
Was ja halt super cool, komisch war, in dem Kurs, ja, wird halt gesagt, ja, und du musst einfach nur einen Testzugang machen und dann hast du auch Zugang zu diesem Kurs. Ich mache meinen Testzugang. Wo ist der Kurs? Ja. Habe aber keinen Zugang. Also zu diesem Kurs hier, ja. Das ist der Testzugang hier. Ja, mit diesem Profil hier, den ich jetzt gerade mal gemacht habe. Bildung.lernmarketing. Okay, also, wenn du grundsätzlich auf Neukundengewinnung Bock hast, ja, oder Fragen dazu, ja, abgesehen jetzt von Kursplattformen, dann melde dich bei uns auf kleinesmarketing.com. Bis dahin, tschüss.